Ganz herzlich willkommen im neuen Jahr. Frohes neues Jahr an euch alle da draußen. Und auch willkommen zurück bei Transfermarkt TV. Seit dem 1.1. ist das Transferfenster wieder offiziell geöffnet. Deswegen gibt es uns jetzt nicht nur in den regulären Folgen, sondern auch mit Transfertickern zwischendrin. Und genau so einen haben wir heute für euch vorbereitet. Wir sprechen heute unter anderem über Borussia Dortmund. Da gibt es gleich zwei spannende Zugangsgerüchte. Ein ganz aktuelles und eins für den Sommer. Das ist durchaus bekannt in den vergangenen Monaten, da schwebte es schon umher. Die Rückkehr von Jadon Sancho, sie wird ein Stück weit wahrscheinlicher. Und außerdem haben wir noch ein Top-Talent aus Liga 2, Can Uzun vom 1. FC Nürnberg. Der soll dann im Sommer zu Schwarz-Gelb kommen. Dazu später mehr in der Gerüchteküche. Wir starten aber erst einmal rein in unseren Transferticker. Da geht es so langsam auch los. Die Vereine kommen in Wallung und verpflichten neue Spieler. So auch Atalanta Bergamo. Da hat man sich bei einem Ligakonkurrenten bedient und sich in der Innenverteidigung verstärken können mit dem achtfachen schwedischen Nationalspieler Isak Hjenn. Der kommt von Hellas Verona. 24 Jahre jung. Er hat bei Atalanta Bergamo unterschrieben und soll die Defensive stabilisieren. Eine neue Option für die Offensive gibt es bei Fortuna Düsseldorf. Da hat man sich auch bei einem Ligakonkurrenten bedient, und zwar beim 1. FC Nürnberg. Man holt Christoph Daferner, den 25-jährigen Mittelstürmer. Der wird erst einmal ausgeliehen bis zum Sommer. Dann gibt es eine Kaufoption, die sich wohl im sechsstelligen Bereich befindet. Beim MSV Duisburg läuft es alles andere als gut. Nur einen richtigen Lichtblick gibt es. Kasper Jander, ein spannendes Talent beim Abstiegskandidaten in Liga 3. Nun wird Jander den Verein wenig überraschend verlassen. Im Sommer, da läuft sein Vertrag aus und der 1. FC Nürnberg hat zugeschlagen und damit unter anderem auch Holstein Kiel ausgestochen. Zuletzt konnte Jander im Drittliga-Marktwert-Update seinen Marktwert um 100.000 auf jetzt 750.000 Euro steigern. Wie gesagt, ein durchaus spannender Youngster in Liga 3. Und beim 1. FC Kaiserslautern, da war man die vergangenen Tage besonders fleißig. Wir haben jetzt gleich drei Neuzugänge, unter anderem Bamuaka Simakala, der 26-jährige Flügelspieler, kommt von Holstein Kiel auf Leihbasis. In Kiel, da hatte er nicht genug Perspektive auf Spielzeit, und bei Kaiserslautern, da herrscht ja eigentlich an allen Ecken und Enden Bedarf. Nur wenige Minuten nach diesem Transfer wurde auch die Verpflichtung von Frank Ronstadt perfekt gemacht. Der 26-jährige Rechtsverteidiger kommt von Darmstadt 98 und nach Informationen der Bild kostet er eine niedrige sechsstellige Ablösesumme. Für Darmstadt absolvierte der Rechtsverteidiger in der laufenden Saison nur 4 Kurzeinsätze in der Bundesliga. Und aller guten Dinge sind 3. Dixon Abiyama kommt von Greuther Fürth. Dort hat der Nigerianer 3 Tore in 13 Zweitligapartien erzielen können, war aber nie gesetzt. Und diese Verpflichtung deutet auch so ein bisschen darauf hin, dass tatsächlich der Abschied von Aufstiegsheld Terence Boyd bevorsteht. Dessen Vertrag soll zeitnah aufgelöst werden. Schauen wir auch nochmal auf ein paar internationale Transfers. Olympiakos Piräus verpflichtet Jelson Martins. Der 28-jährige Rechtsaußen kommt von Monaco und die Monegassen erhalten 3 Millionen Euro Ablösesumme. Also nur noch ein Zehntel dessen, was man einst für ihn zahlte. Denn 2019, da kostete Martins noch 30 Millionen Euro, als er von Atletico Madrid kam. Er war zuletzt aber überhaupt nicht mehr gesetzt unter Adi Hütter. Erst recht nicht. Und sein letzter Einsatz, der ist fast ein Jahr her. Februar 2023, letztmals für Monaco am Ball. PSG hat ein Abwehrtalent aus Brasilien verpflichtet. Lucas Beraldo, 20 Jahre jung, spielt am liebsten Innenverteidiger. Der hat bis 2028 in der französischen Hauptstadt unterschrieben und kommt vom FC Sao Paulo. Er kostet 20 Millionen Euro. Die Ablösesumme wird aber unter mehreren Parteien aufgeteilt. Unter anderem hat der Spieler selber Teile seiner Transferrechte gehalten und kassiert somit an der Ablösesumme mit.
Und Eintracht Frankfurt hat den Deal fix gemacht, den wir alle erwartet haben. Donny van de Beek kommt von Manchester United auf Leihbasis. Im Sommer gibt es dann eine Kaufoption. Da variieren so ein bisschen die Berichte. Offenbar kann er dann für eine Summe entweder knapp unter oder knapp über 10 Millionen Euro fest verpflichtet werden. Der ganze Deal wurde jetzt überhaupt erst möglich gemacht, da die SGE und United sich offenbar das relativ hohe Gehalt, angeblich rund 7 Millionen Euro, teilen werden. Von unserem kurzen Ticker kommen wir jetzt zur Gerüchteküche und von einem Manchester United Problemprofi zum nächsten, denn wir sprechen jetzt über Jadon Sancho. Der wurde ja in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Kurz hieß es zwischendrin, dass auch RB Leipzig Interesse haben soll, aber jetzt plötzlich dann doch tatsächlich die Anzeichen, die sich verdichten, dass eine Rückkehr zur alten schwarz-gelben Liebe bevorstehen könnte. Laut Sky verhandeln nämlich beide Clubs über eine 6-monatige Leihe und die Bild, die wird noch um einiges konkreter. Angeblich sei das Ganze schon weit fortgeschritten und es ist auch eine Zahl im Gespräch. Ein Gesamtpaket von 3 Millionen Euro, bestehend aus Leihgebühr und Gehaltsbeteiligung, soll für den BVB fällig werden und das Ganze kann in den nächsten Tagen dann schon zum Abschluss gebracht werden. Laut englischen Medienberichten gibt es andere Vereine, die interessiert sein sollen, aber eben nur einen, den Sancho gut kennt, bei dem er sich auch wohlgefühlt hat. Und das zeigen seine Leistungsdaten beim BVB aus seiner Zeit. 137 Einsätze standen damals zu Buche und 114 Scorerpunkte. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Von diesen Zahlen war er bei Manchester United himmelweit entfernt, aber vielleicht wäre dann ja so ein kurzes Intermezzo bei Borussia Dortmund genau das Richtige. Eure Meinung interessiert uns. Sancho zum BVB für ein halbes Jahr auf Leihbasis. Wäre das die richtige Maßnahme? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Und noch ein BVB-Gerücht. Die Liste der Interessenten an Nürnbergs Top-Talent Can Uzun, die ist mega lang. Klar, der 18-Jährige hat eine Top-Halbserie bisher schon gespielt. Und zuletzt, da hatte die spanische Zeitung Relevo in den vergangenen Tagen den Namen Borussia Dortmund mit ins Spiel gebracht, was das Interesse am Megatalent betrifft. Der BVB hat wohl auch ein genaues Auge auf Uzun geworfen, weil man einen Nachfolger für Marco Reus sucht. Dessen Vertrag läuft im Sommer aus und Reus ist natürlich auch nicht mehr der allerjüngste mit seinen 34 Jahren. Uzun, der schon auf mehreren Positionen dieses Jahr gespielt hat, könnte die Rolle dann langfristig ausfüllen. Allerdings geht es wohl eher um eine Verpflichtung tatsächlich ab Sommer, denn von Spielerseite und auch beim Club, beim 1. FC Nürnberg, da hat man wohl gesagt, bloß nichts überstürzen. Wir wollen aber auch nochmal das Ganze ein bisschen in Kontext bringen und euch zeigen, was für ein Spieler Can Uzun eigentlich ist. Das hier sind die wertvollsten Profis der zweiten Liga und da steht er mit Asan Uedraogo auf Platz 1 geteilt. Uedraogo ist natürlich auch noch ein Jahr jünger, deswegen haben wir ihn hier auf 1 gelistet. Aber 8 Millionen Euro ist natürlich schon mal ein ordentliches Brett. Auch hier könnt ihr natürlich gerne eure Meinung schreiben. Wäre das ein passender Reus-Nachfolger? Und glaubt ihr, er wechselt zum BVB? Denn, ich hatte es gesagt, die Interessentenliste ist lang. Sevilla, Brighton, Galatasaray und. Da muss sich Dortmund erst einmal durchsetzen. Überraschung im Fall Rafio Durosinmi, der 21-jährige Mittelstürmer von Viktoria Pilsen und sein Transfer zur SGE. Eigentlich schien alles klar. Aber nun gab es offenbar Probleme beim Medizincheck. Durosinmi soll durchgefallen sein. Dabei könnte der im Oktober erlittene Bänderriss im Knie entgegen erster Vermutung doch den Ausschlag gegeben haben, dass der junge Stürmer aus Nigeria vorerst wohl doch bei Viktoria Pilsen bleiben muss. Der 1,92 große und in dieser Saison mit 9 Toren und 6 Assists erfolgreiche Stürmer soll mit Boni über 10 Millionen Euro Ablöse kosten, aber seine nahe Zukunft, die steht erst einmal in den Sternen.
Alario statt Boré, das ist eine ganz aktuelle Frage bei Eintracht Frankfurt und International Porto Alegre. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, in Bremen gab es ein bisschen Aufregung, weil Rafael Santos Boré plötzlich mit dem Club aus Brasilien in Verbindung gebracht wurde. Nun aber vielleicht die Kehrtwende. Da Boré gerade an Werder Bremen verliehen ist von Eintracht Frankfurt, ist er wohl tabu und kein Thema. Und Lucas Alario könnte dann in die Bresche springen sozusagen, denn bei Frankfurt ist er so ein bisschen außen vor und Reporter César Luis Merlo, der auch vom Interesse der Brasilianer an Boré zuerst berichtete, der schreibt, dass gerade Alarios Berater Gespräche mit Porto Alegre führt. Also eine wilde Geschichte, am Ende könnte es für alle Beteiligten ein Happy End geben. Das war's für den Moment. Schreibt gerne eure Meinung zu unseren Themen in die Kommentare. Und dann danke fürs Interesse und bis ganz bald hier bei Transfermarkt TV.